Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Seliger Leben. Mein Name ist Anke Seliger und ich lege mit euch und für euch im Seelenpartnerprozess Karten. Wir schauen auf das Verborgene, was er dir vielleicht gerade nicht sagen kann, was du gerade nicht siehst, was du gerade nicht fühlst, was du dir nicht traust wahrzuhaben. Da schauen wir rein, damit nutzen wir die Karten für einen Blick auf eure Situation. Und ja, ich weiß, dass ihr das karmische Kreuz mögt und weil wir gestern eben durch den Neumond ein großes Blatt gelegt haben, möchte ich es nicht versäumen, heute mit euch ein karmisches Kreuz zu legen. Ja, wir sind hier bei den festen Sternzeichen. Die festen Sternzeichen sind Skorpion, Wassermann, Löwe und Stier. Ja, auch für die festen Sternzeichen ist der Herbst in vollem Gange. Wir haben am Freitag mit der Tag-Nacht-Gleiche den Herbstbeginn erlebt. Es kommen und sind für einige schon gekommen ausgleichende Energien in Partnerschaften, in geschäftlichen Dingen, in finanziellen Dingen. Verstärkt wurde das Ganze durch den Neumond. Wir haben momentan eben eine sehr gute Venusbewegung über unseren Köpfen und das sorgt dafür, dass eben in Liebesdingen, aber auch in finanziellen Dingen die nächsten 4 Wochen die Sterne ganz gut stehen. Also da auch gute Gelegenheiten sich ergeben werden, wie ich schon immer sage, Dinge in den Ausgleich zu bringen, beziehungsweise da auch neue Sachen anzustreben. Ne? Wir hatten jetzt den Neumond, der eben gut ist für neue Projekte, neue Beginne in Partnerschaften, neue berufliche Ziele, neue Ideen in die Welt bringen. Und ja, durch diese Venusbewegung über unseren Köpfen werden wir das die nächsten 4 Wochen einfach erleben. Und ich möchte euch heute nochmal dazu aufrufen, gerade diese bevorstehende Woche noch ganz konkret zu nutzen, um euch bestimmter Dinge klar zu werden. Wir haben jetzt noch den rückläufigen Merkur, deswegen solltet ihr jetzt noch nicht über bestimmte Verträge, über die Unterschrift nachdenken, also schon die Verträge im Kopf kalkulieren oder euch damit konkret auseinandersetzen, vielleicht auch Termine für eine Unterschrift machen in der nächsten Woche. Auf jeden Fall mit der Unterschrift warten, bis der rückläufige Merkur vorbei ist, aber es kann eben eine ganze Menge geregelt werden. Und auch in partnerschaftlichen Dingen kannst du nochmal ganz konkret nachdenken. Möchtest du was machen? Willst du etwas tun? Willst du auf ihn, sie zugehen? Oder überlässt du die Aktivität ihm? Hast du eine Chance, irgendetwas zu machen, was jetzt sinnvoll ist oder etwas, was dir schon längst unter den Nägeln brennt, wo du aber immer gesagt hast, Mensch, die reden hier immer vom rückläufigen Merkur und anderen ungünstigen Situationen, vielleicht warte ich doch noch. Jetzt kommen, wie gesagt, gute Möglichkeiten, wo man auch auf offene Ohren beim Partner stößt, wo man Dinge unmissverständlich rüberbringen kann ab dem 5.10. bis zum 25.10. Danach wird es wieder ein bisschen schwierig und knifflig, weil wir ganz viele Planeten rückläufig haben. Aber 4 Wochen lang kommt jetzt mal so eine Aufatmen-, Durchatmenphase, für viele auch nochmal eine Zeit, ein paar Tage Urlaub zu machen. Und wie gesagt, regelt alles, was ihr regeln könnt, im Vorfeld. Unterschrift ab nächste Woche. Ja, wir starten. Wir starten mit den Karten. Und mir fällt gerade auf, dass ich bei den kardinalen Sternzeichen meine Seelenengel vergessen habe. Aber das machen wir bei euch anders, ne? Liebe feste Sternzeichen. So, welche Botschaft bringen uns heute die Seelenengel? Was sollen wir wissen? Zu viele. Was sollen wir wissen, liebe Seelenengel? Der Engel der Vielfalt. Vielleicht ist es viel leichter, als du denkst. Ja, wir machen es uns häufig wirklich selber zu schwer, weil wir Dinge durchdenken, ne? Weil wir einfach häufig nicht in dem Vertrauen bleiben können, häufig nervös werden, uns von äußeren Umständen beeinflussen lassen
uns von anderen Menschen beeinflussen lassen, die sowas noch nie erlebt haben und dazwischen quatschen und gar nicht wissen, was eine Seelenpartnerverbindung ist. Ja? Manchmal macht man es sich einfach viel zu schwer. Manchmal ist es ganz einfach. Es ist ganz einfach, zum Hörer zu greifen und Hallo, wie geht's zu sagen oder was auch immer. Es ist ganz einfach, im Vertrauen zu bleiben, wenn man, ich habe es euch in einem Video zur Seelenapotheke erklärt, wenn man sich immer wieder sagt, das hilft mir eben ungemein, wenn ich mir immer wieder sage, der Film des Lebens ist schon gedreht und egal was ich mache, ob ich jetzt nackig auf dem Tisch tanze, ob ich wütend bin, ob ich verschiedene Aggressionen entwickle, es bringt mich alles nicht vorwärts. Es bringt mich, das Einzige, was mich vorwärts bringt, ist im Vertrauen zu bleiben, dass das, was passiert, für mich genau das Richtige ist. Und dass eine Reaktion vielleicht gar nicht notwendig ist, dass bestimmte Dinge keine Aufregung bedürfen, wenn man sagt, okay, heute rege ich mich drüber auf, morgen ist das Thema vergessen, ist eh was Unwichtiges, warum ich mich jetzt geärgert hätte. Ja? Also es gibt so ganz viele Situationen im Leben, es muss nicht immer nur partnerschaftlich sein, sondern wo ich, wie gesagt, das Gefühl habe, wenn ich einen Wutanfall kriege, wenn ich mich über irgendetwas ärgere, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, wo ich sage, der Film des Lebens ist schon gedreht, jeder kriegt im Leben seine gerechte Strafe, es kommt alles in den Ausgleich. Warum muss ich mich jetzt damit beschäftigen? Warum muss ich mich damit darüber ärgern? Warum muss ich meinen Körper damit belasten? Es ist, wie gesagt, für mich immer eine ganz gute Lebensregel, diesen Satz anzuwenden. Und so sehen das die Engel auch. Wir sehen vieles häufig zu negativ, wir denken zu negativ, wir unterstellen dem anderen gleich Dinge, ja, weil er sich nicht meldet, er hat bestimmt eine andere oder der liebt mich nicht mehr, der nutzt mich nur aus. Nee, keine Ahnung, er hat andere Themen auf der Pfanne. Ne? Kann natürlich auch sein, dass es einer von der Durchmogel-Männer-Geschichte ist, die so sich durchs Leben mogeln und überall ihre Vorteile, das kann natürlich auch sein, aber ganz, 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 ganz oft und meistens dann, wenn derjenige zu negativ denkt, bestätigt es sich immer wieder auf der anderen Seite, dass derjenige gar nichts Schlimmes gemacht hat, dass er einfach für sich im Leben bestimmte Sachen selber regeln möchte, selber regeln muss, dass er seine finanziellen Themen selber in den Griff kriegen möchte und nicht dich fragen möchte, kannst du mir mal Geld borgen, kann ich mir mal dein Auto leihen, kann ich mir mal dies und jenes, ja? Sondern er möchte, er ist der Mann, er ist der Beschützer, er ist der Ernährer, ja? In vielen alten Glaubenssätzen, in vielen alten Themen, die wir verinnerlicht haben. Und da möchte er selber der Ritter auf dem weißen Pferd mit der glänzenden Rüstung sein. Und erst dann, wenn er das kann, kann er auf dich zukommen. Ja? Also es ist nicht immer so, dass dein erster Gedanke, oh, der hat bestimmt eine andere, arbeite dann an dir, wenn du sowas denkst. Gut. Wieder viel zu viel gequatscht. Wie bekommt man mit einem Satz vom 100. ins 1000. Aber ich mache jetzt weiter mit den Gilded Ruby Lenormand-Karten von Giro Marchetti. Und wir legen auf dich als Zuschauer, du bist die Dame, und auf dein Herzblatt, deinen Wunschpartner, deinen Liebsten, deinen Seelenpartner, dein Gegenüber. Und wir beginnen als erstes damit, danach zu schauen, was hat er im Kopf? Was hat er im Kopf? Er hat die Sichel und den Reiter im Kopf. Eine absolute Beschleunigung hat er im Kopf. Er möchte plötzlich und unerwartet mit dem Stall aus dem Pferd reiten und auf dich zukommen. Er möchte den Regenbogen nutzen. Er möchte wie der Blitz, wie ein Wunder plötzlich und unerwartet vor dir stehen. Er möchte dich überraschen. Er möchte dir zeigen, dass er der Ritter ist. Er möchte dir zeigen, wie wichtig du ihm bist. Ja? Sehr schön. Was sage ich dann noch immer dazu? Das, was im Kopf ist, ist das Bewusstsein. Was im Bewusstsein ist, führt zu den nächsten Taten. So, was ist dir ganz bewusst? Na klar. da haben wir das Schiff und den Anker.
Du scheinst dich für eine Reise ans Meer entschieden zu haben. Nein, muss nicht unbedingt sein, kann aber sein. Also der ein oder andere von euch denkt vielleicht über eine Reise ans Meer nach. Aber grundsätzlich wird die Mehrheit wohl davon betroffen sein, dass du unglaubliche Sehnsucht nach ihm hast und dass du an ihm festhältst und dass du auch davon ausgehst, auch wenn du lange nichts gehört hast, dass er an dir festhält. Der Anker ist immer beidseitig, ja? Du hast im Kopf, du hast im Bewusstsein, dass ihr beide nicht voneinander könnt. Ihr könnt zwar nicht miteinander, aber ihr könnt auch nicht ohneinander. Und dass diese unglaubliche Sehnsucht dich treibt. Du würdest am besten gerne, du schaffst mit den Hufen, das spürt er. Ne? Das hat er schon im Kopf, der hat schon den Reiter gelegt. Aha, und da klemmt eine Karte, die sich ganz wunderbar umgedreht hat. Das ist nämlich das Herz. Und die Schlange. Ja, also die Liebe ist für dich da, ja? Auch wenn es da vielleicht noch eine Schlange gibt. Im Unterbewusstsein gibt es vielleicht eine noch Partnerin bei ihm, die ihm die Liebe so ein bisschen vermasselt, ja? Die da auf die Liebe schaut, die da die Schwäne in den Pops beißt. Da ist vielleicht jemand, der zwischen euch steht. Aber es kann auch dafür stehen, dass ihm im Unterbewusstsein die Komplikationen eurer Liebe aufgezeigt werden. Ja? Dass er fühlt, wie schwierig diese Liebe zu dir ist. Ja? Eine Seelenliebe ist nichts, wo man sich trifft und morgen am Standesamt vorbeifährt, sondern eine Seelenpartnerschaft ist immer etwas, was häufig von Rückzügen geprägt ist, was häufig kompliziert in der Liebe sich darstellt, was immer ein Auf und Ab ist, wenn man eine Runde erreicht hat, wenn die Spiegel das erreicht haben, was, wofür sie nütze sind, dass sie eben die Heilung aufzeigen, wo Dinge noch geheilt werden dürfen, schwuppsdiwupp ist man in der nächsten Kurve, schon ist er wieder weg. So, was ist bei dir auf Herzen los, auf Herzebene los? Ja, da scheint noch eine andere Frau zu sein. Also du hast im Unterbewusstsein auch diese andere, ja, dein Gegenüber scheint da wirklich noch in einer anderen Verbindung zu stecken. Und falls es keine andere auf seiner Seite gibt, geht es dir um die Intuition, ja, dass du deine Intuition heilen darfst. Und da wären wir wieder bei dem Thema, ne? Vertraue mehr auf das, was du wahrnimmst, auf das, was du fühlst und nicht, was dein Kopf sich zusammenreimt, ne? Nicht, nur weil der Kopf sagt, er ist nicht bei mir, dann ist er bei ihr. Aber vielleicht ist er gar nicht bei ihr, obwohl es da jemanden anders noch gibt. Ja? Also, es darf auf deiner Herzebene entweder deine Intuition, deine Wahrnehmung geheilt werden, dass du dich besser auf dein Herz, auf deine Seele verlässt. Oder es geht einfach darum, dieses Eifersuchtsthema auch zu heilen. Ja? Ihr seid euch nicht ohne Grund über den Weg gelaufen. Er hat sich nicht ohne Grund zumindest mal kurzzeitig für dich entschieden. Ja? Auch wenn es da noch eine andere gibt. Es gibt Gründe dafür, warum ihr zusammen seid oder nur ab und zu zusammen seid, aber zumindest warum sich diese Liebe zwischen euch entwickelt hat. Und da braucht man nicht die Eifersucht walten zu lassen. Wenn er bei dir sein will, kommt er zu dir. Das wird so sein. Zwischen euch liegen die Wege. Ihr beide habt eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht hat er eine Entscheidung zu treffen für oder gegen eine andere Person. Und du hast vielleicht eine Entscheidung zu treffen, wenn er sich gegen mich entscheidet, dann muss ich auch für mich konsequent sein und sagen, es bringt mir nichts, hier ewig und 3 Tage auf ihn zu warten. Es bringt mir nichts, die ewige Affäre zu sein. Ich will mein Leben anders leben. Ich will nicht von diesem Partner abhängig sein. Ich löse mich und gehe weiter. Ja? Also hier geht es definitiv um Entscheidungen in der Partnerschaft. Und so wie es aussieht, ist es mindestens eine Dreierkonstellation. So, was ist aktuelles Thema? Ja, da geht es um ganz viel Leidenschaft und da geht es darum, mit wem gehe ich über die Brücke? Mit wem gehe ich über die Brücke? Gehe ich mit ihm oder nicht? Er sagt, gehe ich mit meiner
Herzallerliebsten, die hier gerade schaut, oder gehe ich mit meiner Noch-Partnerin? Also hier geht es um die Entscheidung in Liebesdingen, die erschwert wird durch die extreme Anziehungskraft, die zwischen euch beiden ist. Was wird passieren? Ja, es kommt erstmal diese Woche zu einer Blockade in eurer Verbindung. Also falls es noch nicht zu einem Kontaktabbruch gekommen ist zwischen euch, dann sieht es danach aus, als wenn hier mal ein bisschen Funkstille herrscht. Und auch wenn ich unter das Deck schaue, um dann rauszukriegen, wie geht es dann weiter, sagt mir das Universum, möchte ich heute noch nicht erzählen, wie es weitergeht. Diese Woche ist einfach mal Funkstille angesagt. Gut, das scheint eine ruhige, bedächtige Woche zu werden. Mach dir einen Plan. Ich habe es vorhin angekündigt. Mach dir einen Plan dazu, was kannst du am 5.10. tun. Die Secret Key Cards nehme ich jetzt dafür, mit dir auf deine Woche zu schauen. Was passiert am Montag? Das Rumpelstilzchen. Übermut, Hochmut, Schadenfreude, Jähzorn, ein gebrochenes Versprechen, sich sein eigenes Grab schaufeln, Boshaftigkeit, Missgunst, ein Choleriker. Ja, Montag ist ein schwieriger Tag, da hat man es häufig mal mit Cholerikern zu tun, die einfach nur wütend sind, weil Montag ist, ne? Soll vorkommen. Dienstag. Der Tempel, ein magischer Platz, Rituale, Gebete, Portaltage, eine Offenbarung. Also es wird keinen Portaltag in dieser Woche geben, aber vermutlich hast du das Bedürfnis, dich zurückzuziehen. Vielleicht gab es eine unschöne Kommunikation und er hat gesagt, ich gehe in den Rückzug und du sagst, ich tue was für mich. Ich suche meine innere Mitte, ich gehe in die Stille, ich meditiere, ich bete. Das kann schon sein. Mittwoch, das Raumschiff. Etwas Unerklärliches, jemanden für verrückt halten, eine unheimliche Begegnung. Ein Erlebnis, das einem keiner glaubt. Astralreisen UFO. Vielleicht hast du eine ganz komische Begegnung im Zusammenhang mit ihm. Vielleicht meldet sich auch die Noch-Partnerin bei dir. Das sind ja auch manchmal so komische Geschichten. Wenn sie rauskriegt, dass es dich liebt, wenn sie sein Telefon checkt oder was auch immer. Und sie plötzlich bei dir anruft, das wäre auch so eine merkwürdige Begegnung oder Kommunikation zumindest. Donnerstag, der Weihnachtsmann. Vorfreude, Adventszeit. Geschenk machen, kurzfristig ist Glück, Überraschungsbesuch, der Weihnachtsmann steht vor der Tür. Vielleicht ein bärtiger Mann ohne rote Mandel, dafür ist es noch zu warm. Am Donnerstag könnte es sein, dass du überrascht wirst. Mit einer Reaktion überrascht, von einer Person überrascht, Freitag. Die Seifenblase, etwas sehr Fragiles, eine kurze Momentaufnahme, ein Augenblick, ein Wimpernschlag, zerplatzte Träume. Ja, vielleicht hat er sich am Donnerstag angekündigt, um dir am Freitag zu sagen, du bist nur meine Affäre, und plötzlich zerplatzt deine Seifenblase. Samstag im Seniorenheim. Der Lebensabend, Altersvorsorge, pflegebedürftige Angehörige, schlechtes Gewissen, jemanden abschieben, jemanden zur Last fallen, du fühlst dich abgeschoben, ja? Du hast das Gefühl, das passt alles gerade sehr gut zu dieser Konstellation, die ich wahrnehme. Wie gesagt, andere Frau noch vorhanden. Er entscheidet sich vielleicht nicht für die Liebe, sondern für die finanzielle, materielle Seite, die Kinder, wie auch immer, mit seiner Noch-Partnerin und sagt zu dir, du warst für mich nur die Affäre. Dann fühlt sich das für dich gerade echt beschissen an. Sonntag, der Ochs vom Tor, die Zusammenhänge nicht begreifen, etwas Offensichtliches nicht erkennen, auf dem Schlauch stehen, Hilflosigkeit. Ja, es macht dich alles ein bisschen hilflos. Also du scheinst dir wirklich diese Woche in einer schwierigen Situation zu stecken. So wie es aussieht, sagt er dir etwas, was du nicht erwartet hast, was nicht zu dem passt, was du fühlst, nicht zu dem passt, wie ihr normal miteinander umgeht. Und deswegen ist es auch so schwierig. Ja? Und er sagt dir auch nicht die Wahrheit, das kann ich dir gleich sagen. Also wenn er sagt, dass er immer nur eine Affäre wollte und seine Frau liebt, dann stimmt das nicht,
Weil wir fragen auf dich und da kommt das Herz auf Herzebene. Also die Liebe ist für dich da. Aber im Unterbewusstsein nervt ihn einfach noch die Schlange. Ja. Gut, ist wie es ist. Ne? Du musst die Situation so akzeptieren. Diese Woche sieht für die festen Sternzeichen nicht so prickelnd aus. Sieht nicht danach aus, als wenn sich bei euch etwas löst. Ist aber auch noch rückläufiger Merkur. Ne? Da ist es auch schwierig, die Kommunikation als die richtige zu betrachten. Ne? So, ich gucke gar nicht hin. Die lassen sich nämlich so schlecht mischen zum Springen. Auf die Plätze glücklich los. Ja? Sei glücklich mit dem, was du hast. Genieße die kleinen Glücksmomente, die jeder Tag so inne hat. Ja? Mach dich selber glücklich. Kauf dir einen Strauß Blumen. Geh ins Kino, was auch immer. Also nutze die Zeit, die du alleine bist, auch für Dinge, die man macht, wenn man alleine ist. Ne? Also ein Mann geht irgendwie ungern mit jemandem ins Kino, um einen Liebesfilm sich anzuschauen. Gibt es aber gerade einen sehr schönen mit George Clooney und Julia Roberts, also zwei tolle Schauspieler und eine lustige Komödie. Auch ein Wiedersehen, wahrscheinlich von Seelenpartnern. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Es wurde mir durch eine Bombendrohung leider verwehrt. Es war geplant und hat doch nicht geklappt. Aber so ist das im rückläufigen Merkur. Ne? Da passieren eben unerwartete Dinge. So, ich habe die modernen Engel zur Hand genommen von der Theresa Scheung und illustriert von Natalie Voss. Welcher Engel zeigt sich? Die Neugier. Stelle mehr Fragen. Wissbegierde ist die Grundlage für ein erfülltes Leben. Bitte den Engel der Neugier, dir zu helfen, deinen Geist zu öffnen. Wenn du an keiner anderen Meinung als deiner eigenen interessiert bist, wenn dein Geist verschlossen ist, wenn du glaubst, alle Antworten bereits zu kennen, fehlt deinem Leben jeglicher Sinn. Neugier bedeutet Spannung und gibt dir das Gefühl, wirklich am Leben zu sein. Erlaube diesem Engel dir zu helfen, die Welt mit staunenden Kinderaugen zu sehen, als einen Ort der unendlichen Entdeckung und Erleuchtung. Sei auf dich selbst neugierig, wer du bist, was ist dir wichtig, worüber möchtest du mehr erfahren. Sei auch neugierig auf andere, warum verhalten sie sich so, wie sie es tun, was kannst du von ihnen lernen. Nimm Blickwinkel ein, die anders sind als deine eigenen. Konzentriere dich darauf, Fragen zu stellen, statt Antworten zu finden. Wenn etwas bereits bekannt ist, hört das Lernen und die Entwicklung auf. Höre niemals auf, nach dem Warum zu fragen. Ja, sehr schön. Konzentriere dich darauf, Fragen zu stellen. Nimm Blickwinkel ein, die anders sind als deine eigenen. Ja, wechsle mal die Perspektive. Schau mal aus einer ganz anderen Perspektive auf diese Situation. Werd neugierig darauf, was dahinter steckt, was auch hinter seinen Worten steckt, die dich vermutlich verletzt haben, die dir wehgetan haben. Aber finde heraus, was die Wahrheit ist. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, sehr schön, auch wenn eure Woche jetzt nicht so prickelnd aussieht, aber wie gesagt, sieht das Glück in den kleinen Dingen, ja, in den feinen Details, in den kleinen glücklichen Momenten, in den Dingen, die du hast und nicht in dem, was du nicht hast. Konzentriere dich nicht nur auf ihn, er ist das Sahnehäubchen, aber er ist nicht derjenige, der dein Leben bestimmen darf. Ganz, ganz wichtig. Gut, ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.